Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nihilumbra. Wir haben jetzt mittlerweile ein ganz schönes Farbrepertoire und müssen das auch einigermaßen klug einsetzen. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, es geht gar nicht mehr so lange, das Spiel. Muss das mir kurz überlegen. Das dachte ich mir fast, das war eigentlich auch zu klar. So, deswegen war ich nur mal hier unten ans Eck, was? Wisst ihr warum? So. So, okay. Und you started your journey in a cold place. Though it seems that while you advance, the world surrounding you becomes warmer. Das klingt so, als würden wir noch richtig Richtung Erdkern oder was gehen, Richtung Lava, ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Wahrscheinlich sollte ich oben rumgehen. Was eh nicht funktioniert, von daher ist es ja eh wurscht. Auch nicht so ganz. Okay, Moment. Ich weiß, wo ich hin muss, wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Gut. Doch, der ganz einfache Weg. Ich dachte, das ist etwas komplizierter. Das Rätsel, aber auch das war recht gut lösbar. Mal schauen, wo es noch hinführt. A sandstorm. The earth is shaking. It is coming. It is coming. It is getting close. The desert will be doomed. Oh nein, schon wieder die Leere. Wir sind einfach verfolgt. Oder wir werden einfach verfolgt, so muss ich sagen. Okay, das ist schon mal Fall. Ach so. A sandstorm. Ja, nee. The earth is shaking. It is coming. It is coming. It is getting close. The desert will be doomed. Ist natürlich komplett logisch, dass wir hier so dran vorbei müssen. Manchmal versuche ich dann doch etwas zu kompliziert an die Sache heranzugehen. Try to stay on your feet. Okay. Okay, gut. Ich habe echt die ganze Zeit die Blume übersehen. Try to stay on your feet. Also müssen wir den ganzen Weg hier einmal zack. Sprechend. Und uns einmal vorbeiflüstern an dem Ganzen. Das scheint jetzt interessant zu werden. Das trifft uns nicht. Nein, tut's nicht. So, genauso stehen bleiben. Ah, okay. Also ich muss wirklich da exakt drauf stehen. Es reicht nicht, sich nur drauf zu bewegen. Okay, gut. Nochmal das Ganze. Müssen wir genau vor die Füße. So. Verdammt. Okay, nochmal. Also. Ich warte noch einmal ab. So. Bums. Dann fange ich erst hier an, schneller zu laufen. So, hier etwa. Muss halt außerhalb im Radius sein. Und jetzt. Wunderbar. So. Egal. Man kommt trotzdem an einem vorbei.
Aber man merkt ja übrigens auch, es fällt mir auch sehr früh ein in der, was haben wir jetzt, die vierte, die fünfte Folge? Ich höre auch voll auf die Ratschläge, die mir erteilt werden. Mache ich immer. So, zack. Und zack. Take your time. So, auch hier kurz warten. Falls wir abstürzen sollten. Was nicht der Fall war. Gut. Nee. Da komme ich eh nicht hoch. Zumindest nicht von der Seite aus. Aber auch sehr elegant übrigens. So. Das bringt mir wahrscheinlich jetzt gar nichts. Ich hätte wahrscheinlich gleich von oben springen sollen. Egal. Funktioniert alles nach wie vor. Be prepared. Und natürlich werden wir wieder von der Leere verfolgt. Und schließen auch wirklich die Wüste damit ab. It's here again. Also wahrscheinlich auch wieder 50 Versuche, bis ich das geschafft habe. Aber it's unstoppable. Was soll ich sagen? Ist halt so, ne? Nicht, nein, nicht, nicht. Okay, nicht. Okay. It will never let you go. Ist ja gut. Ich schaff's auch so. Hoffe ich. Kann sehr dynamisch sein. Ach, Mist. Bisschen zu spät. Hier wollte ich schon. Oh oh. Das wird eng. Fuck. Mist. Zu langsam. Also gut, nochmal. Hier. Rutschi, 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 rutsch. So. Hier auch nochmal. So weit hinten brauche ich doch da vielleicht noch ein bisschen. So. Und hier. Ach, ich muss ja nur drüber springen. Jetzt merke ich, das Ding schläft gar nicht. Man wird mit der Zeit, da Dinge in letzter Zeit immer geschlafen haben, wird man mit der Zeit, ich sage es nicht unvorsichtiger, aber man erwartet dann, dass sie automatisch irgendwie immer schlafen. Und statt, dass man einfach mal drüber springt. This place is fading away. It is so sad. So, kurz einmal anmalen, alles. Zack. Und weiter geht's. But you can't die just now. Ich habe auch nicht vor zu sterben. Werde mich daran eh nicht halten können. You are just starting to live. Oh ja. Drum entfliehen wir der Leere. Vulkan. Habe ich nicht gesagt, dass wir noch zum Vulkan kommen? Irgendwas mit Lava? Hat ihr denn nicht was erwähnt? You are in the volcano fields, a burning land of fire and magma. Sehr schön. Und da kriegen wir aber noch nicht die letzte Farbe. A dangerous and inhospitable place, where not even the hardest stones can prevail. Wir haben gelernt, wie man das hier löst, das Problem.
Okay. So. Und hier hoch. Ich habe Angst, dass ich, wenn ich da erst lang gehe. Kriegt es für mich hier? Nö. Gut, dann mache ich es hier ein bisschen langsamer, um dem hinterherlaufen zu können. Ich will ja sehen, wo es dahin geht. Here is another color. The burning spirit of flames lie within the red color. Ja, los. Ja, geh. Ja, lauf. Ah. Die macht also Schaden, die Farbe. Wahrscheinlich unter anderem. You can step on red. But don't stay there for too long. Okay. Mach's halt so. Ah, wird nix. Wo ist mein Braun? Da ist mein Braun. Erstmal kurz abkühlen. So. Mach ich hier aber auch nochmal, ne? Zack. Einmal kurz abkühlen. So, sehr schön. Zack. Und zack. Und zack. Im Moment sieht so aus, als wäre die Farbe Rot eher so mal ein bisschen mein Feind. Aber ich glaube auch die werde ich noch für was benutzen können. Lässt sich im Moment noch sehr leicht umgehen. Ich muss gerade sagen, sehr leicht umgehen. Schmilzt mein Eis jetzt hin? Na. Zick. Mein Eis hier ist nicht, wollte ich noch sagen. Tut's aber scheinbar nicht. Und hier. There it is. The flower. Now go and get it. Somehow. Also gut. So bestimmt nach da hinten irgendwie. Nein? Nein. Okay, andere Idee. So. Dankeschön. Muss ja kurz gucken, wie ich da... an diesen Schalter, diesen Schalter betätigen kann. Genau, das meinte ich nämlich. So, dann schiebe ich es mal da drauf. Und dann springe ich hier nochmal ein bisschen hoch. So, zack. Und auf geht's zurück. Das hätte ich eigentlich lassen können gerade. Brauche ich nachher eh nochmal. Muss allerdings... hier ist ein bisschen mit Grün drüber. Ich würde gerne auf... dieser Seite anfangen. Ja, ich soll schon springen. So ist besser. Ja. So, super. Genau so war es geplant. More colors. More power. Every time you obtain a new ability, you temporarily forget about your problems and about your guilt. Now you have learned how to harm your enemies. Aber sonst kann ich mit der Farbe... You are not harmless anymore. They will never underestimate you again.
Red colors enrage the fireflies. They will cast more light. It may prove useful in the future. Aha, interessant. Sowas können wir noch mitmachen. Und? Fire is not only for killing. Sometimes it can be constructive. Achso, halt! Hey, Mist. So, ich mach mal. So. Ah, okay, verstehe. You must go back to the volcano. Harness the power of fire and bring death to your enemies. Wäre nur richtig gefährlich hier.